Ja, Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen. Ich komme gerade direkt von einem total spontanen Messerstammtisch aus Eisenbach. Es hat gerade noch heute Morgen gereicht, ein BFG aus dem Bett zu werfen und nach Eisenbach zu fahren. Und eigentlich sollte ich jetzt eher mal Videos schneiden und für euch vorzubereiten. Aber ich habe ein cooles neues Gear und das muss ich jetzt zuerst mal ausprobieren. Das Schöne ist ja an der kalten Jahreszeit, wenn sie wieder kommt, du kannst mit Jacke aus dem Haus und du hast endlich wieder genug Stauraum, auch immer am Mann, für allen möglichen EDC-Kram. Und das probieren wir jetzt aus. Da habe ich nämlich jetzt was Neues, wie wir das jetzt hier mal verwenden können. Dann kann man nämlich dann schön immer alles zusammen in die Jacke packen, nämlich das TFG EDC WLT. Das steht für Tools for Gent Everyday Carry Wallet. Und das probieren wir jetzt mal aus. Ne? Ihr wisst Bescheid. Mit Richie noch so ein Patch abgeschwätzt. Der kommt cool. So, da kommt aber danach eine Jacke. Ja, dazu brauchen wir das hier noch, ein Victorinox. Ja, ein bisschen Platz schaffen hier. Kamera weg. Oh Gott, ich muss die Kamera hier rausnehmen. Also ihr seht, ich komme wirklich gerade direkt. Gerade, dass ich die Schuhe ausgezogen habe. Die Kamera noch raus, nicht, dass sie mir da rauspotzelt. Was brauche ich noch? Taschenlämpchen, genau. Wo vielleicht hier ganz gut ranpasst. Ich weiß noch nicht, ob es die so führen oder die Olight wird. Moment, aus der Jackentasche. Geldbeutel brauchen wir natürlich. Der wird umgebaut. Was brauchen wir noch? Kugelschreiber. Wo habe ich meinen Kugelschreiber? Was noch? Ja, natürlich das TFG EDC WLT. Das ist nämlich das Ding hier. Das ist ja nur noch cool. Und dann vielleicht noch ein paar frische Visitenkarten da rein und dann können wir das auch schon ausprobieren. So, jetzt muss ich nur gucken, ob ich auch was sehe, was ich da filme. Okay, also das haben wir hier schön. Das ist noch brandfrisch neu, das ist noch ziemlich starr, aber das Schöne ist ja an Leder, vor allem wenn man es am Körper trägt, wenn es mal mit Körperwärme ein wenig warm wird, das passt sich mit der Zeit richtig gut an. Ne? Sehr schön, hat schon so einen used look. Und dann, man darf nur nicht den Fehler machen, die Teile hier zu fett vollstopfen. So, was ist immer wichtig, was mitnimmt? Natürlich ein bisschen Bargeld, da eignen sich natürlich Scheine ganz dazu. Die Münzen habe ich normalerweise gar nicht im Geldbeutel, die habe ich immer in der fünften Pocket Jeans. So, und was wir noch brauchen, sind ein paar Kärtchen. Viel brauche ich nicht, 3 Stück. EC-Ausweis, Krankenkassenkarte, jawohl. Und ein bisschen Bargeld, und das machen wir mal hier in die Mitte rein. Da geht auch nichts verloren, ne? Das ist da nachher ziemlich reingepresst. Machen wir hinten noch ein paar Visitenkärtchen rein. Wie viel haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5. Das passt genau. Die schieben wir mal da hinten rein, griffbereit. Ja, das braucht eine Zeit lang, bis es ein bisschen sich anpasst. Ich glaube, wir gehen hier mal ein bisschen näher ran. Hier kann man natürlich, eigentlich ist das für, ich glaube, Fischer Space Pen gedacht von der Größe, aber hier passt auch wunderbar der Böker Kit Kaliber 50 rein, weil der schön kurz ist. Vielleicht mit dem Clip nach vorne, so. Sieht es doch ganz gut aus. Der geht euch auf jeden Fall nirgendwo hin verloren. Was da noch auf jeden Fall rein muss, ist Victorinox. Hier hat man noch so ein Multitool. Die Frage, ob man sowas hier mit reinmachen will. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, so, kriegt man das wieder einigermaßen gescheit raus hier. Nee, natürlich nicht. Da muss auf jeden Fall erst noch ein Lanyard dran, sonst kriegst du das nicht mehr raus. Ein Victorinox muss hier noch rein. Das passt hier ganz gut rein. Dafür muss das hier wieder raus. Boah, das habe ich jetzt hier so reingepresst.
Das sieht so Bombe da drin, das ist noch alles so frisch und weich. Hat jetzt noch ein bisschen geschmeidiger werden. Ja, alles total improvisiert. Oh, was da auch gut reinpassen würde, fällt mir gerade ein. Mein schönen Füller. Das würde natürlich auch gehen. Da hätte ich nämlich jetzt auch mal die Gelegenheit, den Füller mitzunehmen, weil den kann ich eigentlich nie so großartig mitnehmen, weil der keinen Clip hat. Ne? Aber hier würde der auch sehr schön reinpassen, weil der ist fast ein bisschen zu dick. Kurz mit dem Leatherman hier wieder das Tool hier rausziehen. Das ist natürlich auch schön. Der Füller hier drin. Ne? Visitenkarten, Geldkarten, Taschenmesser passt gut rein, das kriegt man wieder einigermaßen gut raus. Ja, mit dem Cross nach unten, da ist es ein bisschen dünner. Das passt dann, sieht man überhaupt, was ich hier mache. Ich gucke zu wenig aufs Display. Das passt hier ganz gut rein. Und dann Lampe, die hängt man mit dem Clip am besten hier hin. Ist die Frage, nehmen wir die, die ist fast ein bisschen groß. Oder nehmen wir die Olight, die hängt fast ein bisschen zu tief, dafür ist sie nicht ganz so riesig. Kannst du aber auch hier oben reinhängen. Und ich finde momentan die Sofiren mit dem Endkappenschalter, die finde ich gerade richtig cool. Das passt hier besser. Die hängt so. Entscheiden. Oder die ganz kleinen. Wird natürlich ziemlich dick, ist dann auch noch was für die Jackentasche. Aber so kommt das nicht schlecht schon mal rein optisch. Akku hier rein. Ja, das ist doch cool. Alles am Mann. Geld, Karten, Visitenkarten, Taschenmesser, Lampe und jetzt schön mit Füller. Ich glaube, das ist keine schlechte Kombination. Das werden wir jetzt mal die nächsten Tage hier probieren, wie das so als EDC funzt. Ne? Dann werde ich berichten, weil jetzt habe ich sowieso immer Jacke an, wenn ich rausgehe. Das kann man sich dann schön an den Schlüsselkasten hängen und wenn du gehst, bam, schmeißt du dir das schnell in die Jackentasche und hast gleich immer alles am Mann. Hier fliegt auch nichts raus. Mit dem Füller. Kann ich jetzt endlich mal mitnehmen, das ist auch schön, den habe ich sonst nie so großartig dabei gehabt, weil man den ohne Clip irgendwie nie so schön transportieren konnte. Und auch das Victorinox kommt natürlich jetzt besser zur Geltung, auch ohne Clip hier rein, rutscht dann, auch nicht in der Tasche rum. Mal schauen, ob das mit der Lampe hier dran was taugt. Gefällt mir so aber schon mal wirklich nicht schlecht, das neue TFG EDC WLT. Würde ich sagen, schauen wir mal, wie sich das Ding so macht. Also Leute, jetzt gehe ich ans Video schneiden, damit ihr hier auch mal noch ein bisschen was zu sehen bekommt. Na, okay, sage ich hier schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Achso, bevor ihr fragt, ich weiß noch nicht, was sie kosten, ich weiß auch noch nicht, was sie in den Shop kommen, aber schaut einfach immer wieder mal im Shop von Tools for Chance vorbei oder noch besser, abonniert den Newsletter, dann kriegt ihr die ganzen Neuigkeiten auch mit. Okay, jetzt aber genug. Bye, ich muss noch arbeiten. Ciao Leute, macht's gut.